Lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und um euch vor ihnen niederzuwerfen, und reizt mich nicht mit dem Machtwerk eurer Hände. Scharfe Worte, die heute uns am 25. September angesagt sind, durch den Propheten Jeremia, Kapitel 25, Vers 6. Lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und um euch vor ihnen niederzuwerfen, und reizt mich nicht mit dem Machtwerk eurer Hände. Dazu gestellt ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 24 und 25. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Wir brauchen Gott nicht zu dienen. Er hat es nicht nötig.